Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Minijobs waren als Übergangslösung gedacht für langzeitarbeitslose Menschen und für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer, die aus familiären Gründen längere Zeit zu Hause geblieben waren. Sollten Minijobs eine Brücke zurück in reguläre Beschäftigung schlagen. Stundenweise anfangen, sich einarbeiten, dann wieder richtig einsteigen, das war das Konzept. Es hat sich als nicht praxistauglich erwiesen. Im Gegenteil, ich zitiere, geringfügige und befristete Beschäftigungsverhältnisse und niedrig entlohnte Tätigkeiten bahnen nur selten den Weg in eine ungeförderte Beschäftigung, Zitat Ende, so das IAB in einem Kurzbericht aus dem Juni diesen Jahres. Mit dieser Analyse zeigen die Nürnberger Arbeitsmarktforscherinnen beileibe nicht allein da. Die im Auftrag des Bundesfamilienministeriums erstellte Studie des Delta-Instituts für Sozial- und Ökologieforschung belegt die traurigen Fakten. 76% der Minijobberinnen und Minijobber haben seit ihrem ersten Minijob keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mehr ausgeübt. Die rund 7,5 Millionen Minijobberinnen und Minijobber in Deutschland finden sich überproportional häufig im Einzelhandel, im Reinigungsgewerbe, in der Gastronomie, im Callcenter. Deutschland ist in einigen Branchen buchstäblich zum Billiglohnland geworden. Zitat, die Ungleichheit in der unteren Hälfte der Lohnverteilung ist in Deutschland größer als im weit überwiegenden Teil der EU-Länder. Verglichen mit anderen Ländern trifft dies Teilzeitbeschäftigte und Frauen besonders stark. Zitat Ende, so der IAB. IAB-Kurzbericht. Für knapp 2/3 der so Beschäftigten ist der Minijob der Hauptjob. Besonders für sie entfalten die Minijobs keine Brücken, sondern vielmehr eine Klebefunktion. Nur jede 7. Minijobberin und jeder 7. Minijobber schafft den Sprung überhaupt in eine Vollzeitstelle. Nur jede und jeder 4. erreicht wenigstens eine reguläre Teilzeitstelle mit mindestens 20 Wochenstunden. 2/3 der in einem Minijob Beschäftigten sind weiblich. Sehr geehrte Damen und Herren, wer bei Minijobberinnen und Minijobbern reflexartig an Mütter mit kleinen Kindern denkt, die stundenweise das Haus verlassen und mit in ihrer reduzierten Arbeit glücklich sind, sind auf dem falschen Dampfer. Gerade Frauen in Minijobs wollen und könnten Umfragen zufolge oft mehr Stunden pro Woche arbeiten. Für ihre Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist das wegen der geltenden Minijobgesetze aber meist nicht attraktiv. Mehr als 1/3 der Minijobberinnen und Minijobber, konkret 2,6 Millionen bundesweit, erledigen den Zusatzjob ergänzend zu ihrem Hauptberuf. Das mag zunächst attraktiv wirken, rächt sich jedoch im Alter. Denn wenn der Verdienst aus dem Erstjob nicht reicht, um eine entsprechende Altersversorgung aufzubauen, dann ist die Altersarmut eine unmittelbare Folge der vermeintlich so lukrativen sozialversicherungsfreien Tätigkeit. Und für viele Menschen, gerade in unserem Bundesland, ist der zusätzliche Minijob nicht etwa ein bezahltes Hobby, sondern das Ergebnis eines Niedriglohn-Arbeitsmarktes. Ich zitiere aus der Volkszeitung vom 13.8. diesen Jahres, Zitat, Zweitjob aus Existenznot, die Niedriglöhne in MV zwingen 25.700 Vollbeschäftigte nach der Schicht noch einen Zweitjob zu erledigen. So viel wie noch nie zuvor. Konkret handelt es sich um eine Verdoppelung innerhalb der vergangenen 10 Jahre. Die Gesamtzahl der geringfügig Beschäftigten in unserem Bundesland liegt aktuell bei 92.475 Menschen, davon 51.851 Frauen. Ausschließlich geringfügig beschäftigt sind immerhin 66.732 Frauen und Männer. Die Dynamik der Minijobs führt laut IAB dazu, dass gerade in kleinen Betrieben reguläre Arbeitsplätze durch atypische Beschäftigungsformen, also durch Minijobs und Teilzeitarbeitsverhältnisse, ersetzt werden. Viele der so Beschäftigten haben diese Arbeitszeitmodelle nicht freiwillig gewählt. Sie würden gern mehr arbeiten, finden aber keine adäquate Beschäftigung. Zwischenbilanz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Minijobs sind keine Brücke in den Arbeitsmarkt,
Minijobs zementieren das Verharren in prekärer Beschäftigung und entwerten vorhandene Qualifikationen. Minijobs verzehren den Arbeitsmarkt und verschärfen den Niedriglohnsektor. Minijobs stellen gerade für Frauen eine langfristig risikoreiche Beschäftigungsform dar. Die Schlussfolgerung aus diesen Tatsachen kann nur lauten, eine Reform der Minijobs ist dringend notwendig. Nicht nur haben Sie die in Sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt, Sie erweisen sich für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere aber für Frauen, als massive Hürde auf dem Weg zu einer existenzsichernden Beschäftigung. Wir wollen die Minijobs deshalb grundlegend reformieren. Wir wollen die notwendigen Maßnahmen treffen, damit Menschen auf dem Arbeitsmarkt besser geschützt sind und damit die Altersvorsorge verbessert wird. Wir wollen mit einer Reform der Minijobs eine eigenständige und unabhängige Existenzsicherung für Frauen ermöglichen, um die Position von Minijobberinnen und Minijobbern zu stärken, den Missbrauch von Minijobs zu erschweren und in der Folge die Anzahl solcher Beschäftigungsverhältnisse zu reduzieren. Und deshalb schlagen wir Bündnisgrüne folgende Schritte vor. Erstens. Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns von mindestens 8,50 Euro pro Stunde. Damit würden die derzeit gängigen Niedriglöhne von unter 5 Euro im Minijobberbereich zukünftig unmöglich gemacht werden. Gleichzeitig wird dadurch bei einer Verdienstobergrenze von 450 Euro ein maximaler Wochenstundenumfang von 13 Stunden für einen Minijob festgeschrieben. Zweitens. Strikte arbeitsrechtliche Gleichbehandlung von Minijobberinnen und Minijobbern mit anderen Beschäftigten. Der IAQ-Report der Universität Duisburg-Essen zur Niedriglohnbeschäftigung stellt unmissverständlich fest, dass geringfügig Beschäftigten oftmals nur tatsächlich geleistete Arbeitsstunden vergütet werden, während bezahlte Urlaubstage sowie Lohnfortzahlung bei Krankheit und für Feiertage häufig nicht gewährt werden. Ich zitiere, das weitaus höchste Niedriglohnrisiko haben weiterhin Beschäftigte in Minijobs. Sie stellen mit 36% einen beachtlichen Anteil aller Niedriglohnbeschäftigten in Deutschland dar. Unter Verweis auf eine quantitative Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung folgern die Autorinnen, dass Beschäftigte in Minijobs nicht nur bei den Stundenlöhnen, auch bei weiteren Arbeitnehmerrechten massiv benachteiligt werden. Und weiter zitiert, offenbar werden die Sonderregelungen für Minijobs im Sozialrecht nicht selten dazu missbraucht, Beschäftigten rechtswidrig auch grundlegende Arbeitnehmerrechte vorzuenthalten. Die extrem hohen Niedriglohnanteile bei Beschäftigten in Minijobs und auch die Befunde neuerer Studien, die auf zahlreiche weitere Benachteiligung dieser Beschäftigungsgruppe verweisen, legen nahe, dass auch die Sonderregelungen für Minijobs dringend auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Zitat Ende. Und jetzt komme ich zu drittens, Streichung der Ausstiegsklausel aus der Rentenversicherungspflicht. Als ein Schritt in Richtung Existenzsicherung ist es wichtig, ja gar unerlässlich, dass Minijobberinnen und Minijobber zukünftig ohne Wenn und Aber rentenversichert sind. Zwar besteht seit 2013 im Januar bei Neuaufnahme eines Minijobs grundsätzlich die Rentenversicherungspflicht. Minijobberinnen und Minijobber können sich per Opt-out-Klausel jedoch von dieser Pflicht befreien lassen. Und auch für die große Mehrheit der bereits vor Januar 2013 bestehenden 450-Euro-Jobs gilt, dass weiterhin auf die Mitgliedschaft in der Rentenversicherung verzichtet werden kann. Das ist zu kurzfristig gedacht und stellt einen eindeutigen Fehlanreiz für prekäre Beschäftigung dar. Wir wollen die Ausstiegsklausel aus der Rentenversicherung streichen und so sicherstellen, dass auch mit Minijobs zukünftig Rentenansprüche erworben werden können. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Renz, wer Altersarmut vermeiden und Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt herstellen will, muss mehr tun, als nur die Minijobs reformieren. Aber mit den von mir aufgeführten Sofortmaßnahmen sind einige Schritte beschrieben, die zu einer Korrektur der Schieflage am Arbeitsmarkt beitragen können und die über eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht werden können. Ich danke für die Aufmerksamkeit, freue mich auf die Debatte
und bitte um Zustimmung für unseren Antrag.